Jo, da sind wir wieder bei Pokémon Blattgrün und wir sind in der Box und Smetbo ist anscheinend weg. Gut. Also eigentlich eher schlecht. Wir haben einen Pokémon verloren. Gut. Schlecht. Ach, ich weiß auch nicht. Willkommen. So, erstmal schauen. Wir haben 5 Orden, aber wir haben den 6. Orden noch nicht. Anderes schauen. Haben wir... Nein. Okay, dann will ich zuerst was anderes tun. Ich gehe hier ins Gras. Hoffentlich haben wir die Trainer schon gemacht, deswegen laufe ich jetzt nur hier so hin und her. Ja, komm, was anderes. Ich möchte nämlich ein bestimmtes Pokémon eben mal schnell fangen. Ja, die Trainer haben wir höchstwahrscheinlich noch nicht gemacht. Da bin ich mir 100% sicher, dass wir die nicht gemacht haben. Genau sowas, das reicht mir schon. Denn ich möchte einfach mal eben jetzt schnell irgendeinen Pokémon fangen. Das war super gefangen. Das war super, das war elegant. Sage ich dazu nur. Na gut, dann eben ein Dodu. Kann Dodu fliegen? Das weiß ich nicht. Ja, ich brauche es mal eben für Fliegen. Pisaflor, du machst nur Scheiße. Ja, ich möchte eben schnell zurück nach Lavandia und anstatt den ganzen Weg zu... Och, ja, natürlich, ich mache noch gleich 5-mal. Einfach nur, um mir genau noch ganz viel Zeit zu stehlen. Pisaflor, du Sau! Danke. Dummes Pokémon. Zum Glück ist das nicht meins. So. Jetzt eben noch schnell ein bisschen schwächen. Hoffentlich stirbt er davon nicht. Ich hätte ihn vielleicht erst angreifen sollen und danach. Gut. Nicht gestorben. Nicht aufwachen. Ey, Pisaflor ist paralysiert. Ach, leck mich doch, Pisaflor. Am besten kommt Volltreffer und tot, Volltreffer und tot, Volltreffer und tot. Go, 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 go. Muss ich dazu noch irgendetwas sagen? Ich denke nicht. Ja, warum mache ich den ganzen Scheiß? Ich möchte Pika, in Anführungsstrichen, umbenennen. Dafür will ich eben mal ganz schnell nach Lavandia. Und dafür will ich mir schon ein Pokémon fangen, weil unser lieber Herr Dragonios hat ja seinen Tauboga rausgetan, womit wir kein Fliegen mehr haben. Und drin, so. Ach, Moment mal, wir haben gerade nur 5 Pokémon im Team, oder? Das weiß ich gerade nicht, oder? Haben wir gerade 5 oder haben wir mehr? So, weg. Ey! Ich laufe überall durch hohes Gras, um Pokémon aufzuspüren. Ich spüre dich gleich auf und deine Mutter und den töte ich alle beide. Lass mich bitte Georok vorne haben. Okay, Vulnona geht auch. Vulnona ist cool. So, hier Vulnona vernichte. Vulnona? Oh, haben wir Vulnona schon mal letztes Mal gehabt? Ich weiß es gerade nicht. Mittag, ja, komm. Stimmt, jetzt habe ich gerade 3 Pokémon im Team. Okay. Das habe ich nicht bedacht, dass wir nur 5 Pokémon gerade im Team haben. Dann schmeiße ich gleich beim kurz Relaxo raus, weil... Ich weiß nicht, wie sehr es jetzt... Ob das jetzt irgendwie gegen die Regel geht, dass ich mir einfach jetzt mal ein Pokémon gefangen habe, was jetzt halt direkt ins Team kam. Da konnte ich ja jetzt auch nichts für, dass wir keinen... Dass wir nur 5 Pokémon im Team haben. Das ist ja eh nur eigentlich für ein, zweimal fliegen da und das ist wieder weg, so. Das kann auch so lange kurz im Team bleiben. So, kurz fliegen. Kannst du fliegen? Ja, natürlich, Dodu kann fliegen lernen. Wie kann Dodu fliegen lernen? Ich würde gerne wissen, wie das Ding da, das da, es hat 2 Köpfe und 2 Beine, mehr nicht. Wie kann es fliegen? Kann es durch die Luft laufen oder wie? Ach, whatever. So, jetzt habe ich zur Note mein Pokémon von mir, was fliegen kann. So, zack. Ab nach Lavandia. Flupp und flupp. Immer schnell heilen gehen. So, wie es jetzt einfach mal mich 5 Minuten gekostet hat, nur mein Pokémon umzubenennen. Ja, 5 Minuten. Und ich bin noch nicht mal dabei. Ich habe es ja noch nicht mal umbenannt.
Jupp, vielen Dank, komm jederzeit wieder. Werde ich tun. Nicht. So. Ihr habt mir ein paar Namensvorschläge gemacht. Das ist das falsche Haus. Und ich habe mir einen interessanten rausgesucht, den ich... bei dem ich doch ziemlich lachen musste. Und den nehme ich jetzt. Pika. Dein Name ist Pika. Gefällt dir oder möchtest du ihn ändern? Was möchtest du? Ja. Was möchtest du? Ja, nein. So, ich hoffe mal, der Name passt rein. Wir nennen unser Raichu Ponoray. Yay. Ponoray. Was für ein Glück. Relaxo können wir auch direkt mal umbenennen. Wollen wir den Relaxo? Wie willst du heißen? Ich nenne dich... nehme mal irgendeinen anderen Namen, den ich da noch aufgeschrieben habe. Toast. Wursttoast. Ich nenne dich Wursttoast. So, warum auch immer. Ey, es hat sogar genau gepasst. Geil. Ja, Wurst und Toast waren auch halt... Oder Toastbrot waren auch zwei Namen, die mir vorgeschlagen wurden. Für Raichu. Jetzt habe ich einfach kombiniert und für... Dingens genommen. So. Ich würde sagen, wir holen uns das als erstes jetzt Stärke und... wie heißt das? Surfer? Die sind beide in der Safari-Zone zu finden. So, erstmal jetzt Dodo raus, damit niemand rummeckert. Ey, du hast drei Pokémon und so. Bla, bla, bla. Ja. So. Legen wir mal hier in die Box rein. So, damit ihr auch nicht meckert. Ich habe es nicht zum Kämpfen benutzt. Ich habe es nur zum Fliegen mal benutzt. Und wir hätten wir sechs Pokémon im Team gehabt, hätte ich es bei ihm rausgetan für Relaxo. Weil die Relaxo... Moment, was ist das denn für ein Haus hier? Pokémon Paradies, Safari. Gibt es Safari schon zu dir oder wie? Ich suche aber jetzt gerade den Markt noch. Der müsste hier hinten sein, oder? Da, genau. Dich habe ich gesucht. La la. Das hat sich gereimt. Was? Nein. So, kaufen. Topschutz. Oh, sogar top direkt. Ja, das ist top. So. Ich möchte nämlich die ganze Safari-Zone eben jetzt im Schnelldurchlauf schaffen. So, die Safari-Zone ist hier. Ja, ich möchte reingehen. Ich weiß nicht, ob ich die Items noch mitnehme rein, aber ich aktiviere den Schutz mal hier drin schon. Schutz, Schutz, da. Top-Schutz. Ich hoffe mal, ich kann die Items mitnehmen. So, willkommen in der Safari-Zone. Ja, darf ich, ja, bla bla bla. Danke, tschüss. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Ey, ich habe jetzt eh keinen Bock, Pokémon zu fangen. Was? Wieso diese Musik hier? So, jetzt muss ich überlegen, wie kam ich dahin, wo ich hin will? Habe ich eigentlich? Ja, ich kann meinen Beutel benutzen. Da kann ich... Genau, hier rechts. Wird mir angezeigt. Okay, ich habe 530 Schritte noch. Das heißt, ich muss mich beeilen und vor allem auch den richtigen Weg finden. Hier links. Nein, das ist es nicht. Ich habe noch 6 Minuten, das reicht. 430. Top-Genesung, ja, ein paar schöne Items finden wir hier. Hier gibt es auch viele coole Pokémon natürlich zu fangen, aber das interessiert mich gerade nicht. Ich möchte einfach nur Surfer und Stärke jetzt eben mal schnell holen. Unten? Was hier richten? Nee. Schutz wirklich mehr? Oh, wette doch. Wie viel habe ich noch? 350 Schritte, das sollte reichen. Hoffe ich. So, bin ich da? Da, wo ich hin muss. Was haben wir hier? Nein, immer noch nicht das richtige Item. Da? Muss ich da hin? Das hier? Immer noch nicht. Oder war das da hinten? Du. Steine, nein. Du. Wenn du Köder, nein. Du. Ich habe lange gesucht, aber keine. Auch nicht. Okay, ich bin immer, dann bin ich hier falsch. Wie viel Schritte habe ich noch? 214. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Moment, vielleicht, wenn ich da nach links hochgehe? Da sind noch ein paar Items. Oder kann ich von hier aus nicht hin? Das heißt, wieder zurück. Nein! Es wird knapp. Kann ich von hier aus da nach links? Ich muss da nach links, glaube ich. 100 Schritte noch.
Das wird knapp. Also ich glaube, diesen Durchgang schaffe ich das noch nicht. Das heißt, ich musste gleich hier nochmal rein. Stahlflügel. Oh, cool. Protein. Yay. Ja, das wird wahrscheinlich nichts mehr. Jetzt muss ich hier runter. Kriege ich das Item wenigstens noch? Goldzähne, ja! Das ist schon mal gut. Oh, das war ja mehr als perfekt. Ja, scheiß drauf, ich muss nochmal rein. Ja, ich möchte nochmal rein. Ich muss nochmal in dieses Gebiet, wo ich eben war. Die Musik aber irritiert mich ein bisschen, dass hier die Entwicklungsmusik als Gebietsmusik so gesagt kommt. So, Topschutz an. Ah ne, Topschutz wirkt ja noch. So, running! So, ich weiß nicht, ob das jetzt auch wirklich der schnellste Weg ist, den ich hier gerade nehme, aber... Einfach laufen, 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 laufen. Was? Warum? Ich hab doch Schutz. Ach so. Hier gibt's auch so starke Pokémon, okay. Hätte ich nicht gedacht. Stärkere Pokémon als die, die wir im Team haben. Ach du Kacke. Nee, Moment, ich muss nach rechts oben weiter. Lauf, Green! Du schaffst das schon! Hier hoch? Ja, genau. So, ich glaube, da hinten, wo die Goldzähne waren, war ich schon mal richtig. Ein bisschen weiter wäre, glaube ich, noch eine Hütte gewesen, wo ich Surfer bekommen hätte. Oder? Da. Doppelteam. Yay. Da oben. Da. Die hier drin. Ne? Du da. Ah, endlich! Du bist der Erste, der das Keimhaus gefunden hat. Ich dachte schon, niemand würde den großen Preis jemals gewinnen. Glückwunsch, du hast gewonnen. Form 3. Surfer. Form 3 Surfer. Leider, Pokémon, diese Technik kann es nicht übers Wasser transportieren. Das Beste ist aber, dass du diese Form benutzen kannst, so oft du möchtest. Das ist das nicht irre, du bist ein Glückspilz. So, Schluss. Ja, ich möchte die Safari-Zone jetzt verlassen. War die Jagd erfolgreich? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, jetzt möchte ich schnell Stärke holen. Denn ich möchte Stärke Relaxo beibringen. Und zwar Attacken, damit ich eine Attacke verlerne, die ich will. Nicht, dass die mir irgendwas anderes wegmachen, wenn die schon sehen, oh, der hat Stärke, okay, der braucht das nicht mehr. So, hier wohnt der Wärter. Und der hat seine Zähne verloren. Ja, genau. Ich gebe ihm, also, ich weiß nicht, ob er davor richtig reden kann und so. Danke, die Malala, nur ein Wort von mir verstanden. Ich konnte so nicht arbeiten. Hier, nimm das mit deinen Mühen. Form 4, danke, bitteschön. Form 4 ist stärker mit deinem Pokémon Feld zu spielen, auch wenn sie nicht zu kämpfen. Du hast bereits das Keimhaus in der Safari-Zone gefunden. Ja, klar habe ich das. So, Tau M, was? Stärke. Relaxo. Wursttoast, meinte ich, Entschuldigung. Ich wollte dich nicht beleidigen, Wursttoast. Ja, Kopfnuss. Eindeutig, Kopfnuss weg. Blub. Vrr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 
Ja, ich weiß, meine Zeit ist um, Handy. So, schnell, schnell, schnell. Eben noch Markus andeuten hier. Da musst du lang. So, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao.